Platin als edelstes der edlen Metalle. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle und heute möchte ich mit Ihnen über das Thema sprechen, das sich so viele unserer Zuschauer gewünscht haben. Ich werde Sie mitnehmen auf eine Reise. Ich möchte die Fragen beantworten, warum Platin schon oftmals viel begehrter war als Gold, warum die Seltenheit bei Platin gegeben ist, überreden über die Eigenschaften des Platins und alles, was Sie wissen müssen, wenn Sie sich mit diesem Metall noch nicht beschäftigt haben. Bleiben Sie unbedingt bis zum Ende des Videos dran. Platin, das edelste der Edlen. Heute entführen wir Sie auf eine Reise und werden uns anschauen, woher das Edelmetall Platin herkommt. Wir betrachten zunächst die Geschichte und die Herkunft dieses unheimlich spannenden Metalls. Ähnlich wie Gold kann man über Platin heutzutage mit 100%iger Sicherheit sagen, dass Platin mitunter eines der begehrtesten Edelmetalle darstellt und im wahrsten Sinne des Wortes vom Himmel gefallen ist, wie das Gold. Überdies haben wir bereits ein separates Video für Sie gezaubert. Klicken Sie gerne das eingeblendete Video an. Gehen wir als erstes auf die Geschichte ein. Angefangen beim Namen. Der Name Platin leitet sich vom spanischen Wort Platina, der negativ besetzten Verkleinerungsform von Plata, Silber, ab. Platin wurde wahrscheinlich laut britischen Forschern erstmals um 3000 vor Christus im alten Ägypten als Schmuck verwendet. In der Geschichte des Metalls verschwindet es jedoch immer wieder. Es ist eines der rätselhaftesten Metalle, das unsere Erde in sich verbirgt. So stammt die erste europäische Erwähnung von Julius Caesar Scaliger, einem italienischen Humanisten. Er schrieb nieder, dass ein wirklich mysteriöses weißes Metall sich all seinen Versuchungen entzog, es zu schmelzen. Durch die Jahre hinweg verschwand das Metall jedoch wieder von der Bildfläche. Warum ist das so? Warum hat Platin bis heute nie die Bekanntheit erreicht wie Gold oder wie Silber und war bis heute auch immer nur der kleine Bruder? Es wurde im wahrsten Sinne des Wortes von spanischen Konquistadoren in Südamerika neu entdeckt. Die Spanier verspotteten Platin als kleines Silber. Die Goldgier der Spanier hatte sie so blind gemacht, dass sie den wahren Wert des Platins erst einmal gar nicht bemerkt hatten. So konnte dieses Metall wiedermals getrost untertauchen und fand für lange Zeit erneut keine historische Bedeutung. Eigentlich sehr traurig, denn bis ins 18. Jahrhundert findet dieses magische Metall keine Erwähnung mehr, bis die Alchemisten schließlich chemische Zusammensetzungen erkannten und den einzigartigen Charakter dieses Edelmetalls aufdeckten. Von diesem Tag an war Platin als begehrte Komponente nicht mehr wegzudenken. Zu diesem Zeitpunkt, als Alchemisten von Königen und Kirchen beauftragt wurden, aus Blei Gold herzustellen, brauchten sie Platin dringender denn je. Nicht nur die Alchemisten, auch Könige, Päpste und viele Adlige hatten den Wunsch, Gold selbst schöpfen zu können. Die Alchemisten, die bis heute verzweifelt versuchen, Gold selbst zu kreieren, sind gescheitert und auch die Könige und Adligen bis heute. Viele Könige und Adligen ließen zu jener Zeit Platinfäden in ihrer Kleidung einarbeiten. Platin wurde auf einmal in der Seltenheit begehrter als Gold und Silber. Dies zieht sich bis in die heutige Zeit. Viele Bekannte tragen Platinschmuck aufgrund der Seltenheit mit Diamanten besetzt anstatt dem Gold. Noch vor 10 oder 20 Jahren waren die meisten Eheringe aus Platin oder aus Platin-Gold Legierungen. Versuchen wir doch einmal die Eigenschaften von Platin genauer zu betrachten und diesen auf die Spur zu kommen. Am edelsten der Edlen wird es bezeichnet, da es eine große Beständigkeit gegenüber allen bekannten Elementen aufweist. Eine weitere besondere Eigenschaft birgt sich in der Dichte von Platin. Diese beträgt 21,45 Gramm pro Kubikmeter. So wiegt beispielsweise ein 15 Kubikzentimeter großer Würfel aus Platin so viel wie ein erwachsener, ausgewachsener Mann, etwa 75 Kilogramm. Einfach unglaublich. Eine weitere Eigenschaft von Platin ist die extreme Biegsamkeit, weshalb es bei den Juwelieren sehr beliebt ist. Der hohe Schmelzpunkt liegt deutlich höher als bei Gold und Silber. Er liegt bei 1772 Grad. Platin ist eines der seltensten Metalle der Erde. So ist es 35 Mal seltener als Gold. Wussten Sie das? Gehen wir weiter auf der Reise durch die unbegrenzten Einsatzgebiete des Platins. Platin ist eines der edelsten und wertvollsten Metalle, die bis jetzt entdeckt wurden. Es ist knapp 60 Mal teurer als Silber. Es wurde und wird daher für teure Schmuckwaren und Schreibfedern auch als Zahlungsmittel bzw. Geldanlage benutzt. Als Anlagemünzen wird der Platin Maple Leaf als auch der American Eagle oder der Philharmonica bzw. der Kangaroo Nugget heute ausgegeben. Es gibt viele weitere exotische Varianten in Platin, dennoch sind das die bekanntesten Münzen, die Sie finden können. Viele Anleger lassen sich auch von der Eigenschaft des Barrens begeistern. Platin wird jedoch auch in der Medizintechnik eingesetzt.
Wichtig zu wissen, im Anlagesegment wird Platin mit 19% Mehrwertsteuer besteuert. Sie als Privatanleger verlieren also im Wiederverkauf die Mehrwertsteuer. Dennoch sind viele Spekulanten auf dem Weg des Metalls und folgen dem Metall, weil sie glauben, dass die Eigenschaften bzw. die Wertsteigerungsperspektive höher ist als die Differenz, die sie beim Ein- und Verkauf verlieren könnten. Überall dort, wo die Medizin damit Menschenleben retten kann, wird Platin eingesetzt, zum Beispiel bei Herzschrittmachern, Gehirnsonden oder auch in der Zahnmedizin als Prothese. Platin besitzt die höchste Organ- und Körperverträglichkeit aller Edelmetalle, nicht Gold und nicht Silber. Auch in der Autoindustrie in Form von Zündkerzen und Katalysatoren oder der Raumfahrtindustrie findet Platin immer mehr Einsatz. Ein wahrer Alleskönner, liebe Zuschauer. Sind Sie nicht auch so begeistert wie ich? Vorerst am Ende unserer Platinreise angekommen, interessiert mich natürlich brennend, welche Fragen immer noch offen geblieben sind. Schreiben Sie sie gerne in die Kommentare, schreiben Sie uns auch, für welche seltenen Metalle Sie sich dennoch interessieren. Interessiert Sie vielleicht Palladium? Gerne machen wir auch hierüber ein interessantes und spannendes Video. Ich würde mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, folgen Sie uns und ich freue mich, wenn wir Sie bald auf dem YouTube-Kanal wiedersehen dürfen. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Tschüss.